es gibt viele Gründe für Haarverlust. Oft sind es medizinische Ursachen wie Schilddrüsenerkrankungen, Eisenmangel und andere Sachen oder auch schwere Krankheiten, die zu Haarverlust führen. Hier kann man natürlich medizinisch helfen. Oftmals tritt der Haarverlust aber einfach konstitutionell, genetisch, hormonell auf und man kann nicht so einfach etwas dagegen tun. Beim Mann der sogenannte androgene Haarausfall, der oft schon im 20. Lebensjahr anfängt, oder bei der Frau der diffuse Haarausfall, der oftmals im Rahmen der Menopause des Klimakteriums einsetzt. Medikamente helfen hier nur teilweise. Es gibt aber Möglichkeiten, den Haarausfall zu stoppen, noch bevor er stark fortgeschritten ist. Und hier empfiehlt sich PRP, also plättchenreiches Plasma, das aus Eigenblut gewonnen wird. Feine Injektionen in die Kopfhaut aktivieren die Haarfollikel und der Haarausfall kann oft hierdurch gestoppt werden. Einmal ausgefallene Haare können so leider nicht wiederhergestellt werden, sondern da hilft leider nur die Haartransplantation. Hier werden einzelne Haare entnommen aus den Bereichen, wo noch Haare vorhanden sind und in die kahlen Areale eingesetzt. Und die Haare, die dann so versetzt worden sind, halten dann für immer. Bei kleineren kahlen Stellen kann man auch mit einer Pigmentierung quasi die Haare dort, ja, wie soll ich sagen, simulieren, dass eben diese kahlen Stellen nicht so auffallen.